Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Die sind unser böses Gegenstück und das ist okay. Aber was wollen die? Worauf läuft das hinaus? Bisher gehen die mir nur auf den Sack. Versuchen wir es noch einmal, Charlie. Wie wär's mit dem da? Hallo, kleiner Mann. Was ist denn passiert? Oh, Buhu. Diese Welt ist einfach so verkommen. Und es gibt so viel Hass und Böses. 3D-Squelton weiß gar nicht mehr, wofür sich zu leben lohnt. Warum noch leben? Buhu. Gibt's denn auch irgendwas, das dich glücklich macht, 3D-Squelton? 3D-Squelton mag Ballons. Na, das ist es doch, Ballonkünstler. Warum machst du keine Ausbildung? Ein Beruf mit Ballons bringt dich doch bestimmt zum Lächeln. Ja, ich denke schon. Ja, überleg dir mal, wie viel Zeit und Kraft es dich kosten würde, so eine Ausbildung zu machen. Und es wäre sinnlos, denn du stirbst eines Tages. Nein, stell dir lieber vor, wie gut es sich anfühlt, wenn du die Ausbildung abschließt. Aber wusstest du eigentlich, dass der Erde das Helium ausgeht und es in 15 bis 20 Jahren aufgebraucht sein wird? Ist das wirklich so? Muhaha! Wir sagen nur die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Wenn dir mal danach sein sollte, dein Leben zum Besseren zu wenden, ruf uns an und wir ziehen deine Mundwinkel nach unten. Okay. Charlie, ich glaube irgendwie, die wollen gar keinen Wettstreit unter Freunden. Alter, diese Helium-Sache, von der er gesprochen hat, die ist wahr. Zu 100% alles, was er gesagt hat, ist wahr. Bald ist alles weg. We'll be right back.